Herzlich willkommen bei Ja, diesmal spielen wir Vampirsaga Willkommen in Hell Lock. Und ja, wo ist denn unsere Maus? Das können wir irgendwie bewegen. Aha. Wir stellen uns mal ein Profil an. Ja, wir nennen uns wieder Fridge of Games. Auf G dann eben. Ah ne, das hört sich doof an. Fridge Gay, nein. Fridge. Wir nennen uns einfach Fridge. Experte oder Standard? Nehmen wir Standard. So, und ja, es geht gleich los bei Vampirsaga. Willkommen in Hellrock. Spiel. Möchtest du eine Einführung in das Spiel? Oh, nee. Willkommen in Hellug. Hellug. Population Totenkopf mit Nagel drin. Was hat das zu bedeuten? Ist das ein echter menschlicher Schädel? Jetzt habe ich wirklich etwas Angst. Ich weiß gar nicht, wen wir hier spielen. Ob wir einen Mann spielen oder eine Frau. Hinweise. Journal, Kamera. Aha. Das Benzin von dem Motorrad könnte ich noch gebrauchen. Haben wir schon was im Inventar? Nein, haben wir nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Vampire. Also noch die echten Vampire, nicht Edward, gib mir Liebe. Ja. Ein Stromkasten. Nein, es ist ein Wimmelbildspiel. Oh nein! Gürtel, Sichel, Becher. Was ist der Gürtel? Kann man nicht. Lautsprecher. Aha. Da ist der Becher. Und da ist die Sichel. Thermometer, zwei Schmuckschatullen. Ist das eine Schmuckschatulle hier? Ne, das ist das Portemonnaie. Thermometer, zwei Schmuckschatullen. Da ist die eine. Taschenlampe. Muss zugeben, das ist ein bisschen schwieriger als Chimeras. Hier ist eine Flux, die wir auch brauchen. Schlauch und Handtasche. Da ist die Handtasche. Da ist der Schlauch. Da ist die Metall. Ne, das ist die Metallschere. Thermometer, Schmuckschatulle. Taschenlampe. Da ist das Thermometer. Ist die Schmuckschatulle? Nee, ist nicht die Schmuckschatulle. Das ist die Schmuckschatulle.
Und jetzt noch die Taschenlampe, die bestimmt irgendwo ganz offensichtlich rumliegt. Ich sehe sie nur nicht. Ach, das ist eine Taschenlampe. War ja doch recht einfach. Die Metallschere kriegen wir geschenkt. Und das ist ja schon ein bisschen, schon sehr düster. Können wir den Nagel abschneiden? Es ist nichts passiert. Huch. Ruckel, ruckel. Das ist eine Absperrung. Können wir irgendwas sammeln? Journal. Ist dieser Schädel echt oder eine Attrappe? Ich fühle mich desorientiert. Ich bin vor einer verlassenen Stadt zugekommen und konnte mich an nichts erinnern, nicht einmal an meinen eigenen Namen. Einige verschwommene Bilder schwirren in meinem Kopf herum, aber nichts Konkretes. Ich bin mir über zwei Sachen im Klaren. Mein Motorrad ist ruiniert und ich habe mir den Kopf verletzt. Ich kann mich nicht einmal an Dinge erinnern, die vor kurzer Zeit passiert sind. Ich denke, es wäre eine gute Idee, Bilder von den Orten zu machen, die ich besuche. Das würde mir sicher helfen, mich daran zu erinnern, wo ich schon alles war. Ist dieser Schädel echt oder eine Attrappe? Er ist an dem Schild festgenagelt, sodass ich ihn mit bloßen Händen nicht losbekomme. Ich glaube, die Nummer hinter dem Schädel könnte von Bedeutung sein. Wieso? Da steht eh 0. Oder 1,5. Kommen wir dann. Ja. Viel mehr gibt's jetzt hier auch nicht. Ob wir hier durchkommen. Das? Ich muss den Tank mit Benzin füllen. Einer der Schalter fehlt. Huch. Ach, guck mal, ein Schalter. Ich brauche den Motor nicht anzulassen, ehe der Benzintank nicht gefüllt ist. Wieso will der eigentlich? Der ist hier und will erstmal das Umspannwerk von der Stadt reparieren, oder was? Grüne Flasche. Ach Mist, das ist ja doof. Oh, na, das will ich gar nicht. So. Wir sind doch Experten. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Alter, du musst einfach. Geh doch. Flasche mit Benzin. Und was passiert wohl jetzt? Das Tor ist mit einer Kette gesichert. Wenn ich die Maschine jetzt starte, wird sich das aufmachen. Guck mal, ein Tor. Warning, underground, mine fire. Walking or driving in this area could result in serious injury of death. Business cases are present and the ground layer collapses without warning. Wir haben leider bei dem Sturz all unsere englischen Kenntnisse verlernt und deshalb ja. Wollen wir mal. Der schwarze Mann.
erstmal in eine Area hier umgucken. Eine weiße Frau. Jemand ist hier begraben. Woher weiß der das? Das ist nur Erde. Hey. Und noch mehr Kerzen. Das ist seltsam. Ach, wir können... schau mal. Das ist praktisch. Die Feder könnte noch nützlich sein. Unglücklicherweise kann ich sie nicht nehmen, da das Schild nicht festhängt. Alter. Verkehrt herumhängendes Straßenschild. Der Vorhof zur Hölle. Da kann ich niemals hinübersteigen. Ja, das ist noch ziemlich merkwürdig, hier alles. Sieht ein Mann oder eine Frau? Wenn nicht, dann ist das, wenn wir eine Frau wären, dann ist das eigentlich scheißegal. Huch. Was ist hier nur los? Sieht aus, als wäre es schon Jahrzehnte alt. Schreib mal das in einem Wort, Jahrzehnte alt. Der Strom ist nun aus. Ich habe den Strom abgeschwellt. Ich stelle es jetzt sicher, die Masten anzufassen. Ich muss jetzt nur noch eine Seite räumen. Ja, mach doch. Mach doch. Gibt's hier sonst noch was? Nein, ich meinte in dem anderen Screen. Ja, das ist hier alles sehr mysteriös. Und, der Weg ist frei, ich kann weitergehen. Das ist etwas unter dem Gitter des Abwasserkanals. Aber ich kann das Gitter nicht mit bloßen Händen öffnen. Ich brauche ein Werkzeug. Und du hast die Axt weggeschmissen. Junge. Wie ist ein Bild... Okay, wir sind dieser Ken hier. Wie ist ein Bild von mir auf dieser Dose gekommen? Auf diese Dose gekommen? Träume ich? Das ist jetzt echt ein bisschen gruselig. Die Stimme passt auch etwa zu dem. Oh nein, ein Wimmelbild.